Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Ich bin hier in Reichenbach am oberen Bahnhof, Metropole des Vogtlands. Und es ist richtig ein schöner, weiß nicht, schon Frühlingstag. War ja gestern auch schon so toll gewesen. Heute, also jetzt gleich im Anschluss, dreiviertel, fährt mein Zug erstmal in Richtung Hof und von Hof nach Nürnberg und von Nürnberg nach Ulm und von Ulm nach in Richtung Konstanz und Radolfzell, genau. Und ja, da hoffe ich dann heute Nachmittag irgendwann anzukommen. Und der weitere Plan ist halt eben der, dass ich dann am morgigen Tag Konstanz entdecke, dass ich mir versuche, irgendwie eine Prepaid-Karte zu holen, weil in der Schweiz, das ist ja europäisches, also nicht EU-Land, und von daher kann ich auch, sollte ich jetzt keine 1000 Euro investieren wollen, nicht mit dieser Karte, mit der ich jetzt hier gerade YouTube-Clips hochlade und so das machen, weil das dann halt sonst zu teuer wird. Und ja, da möchte ich gerne mal gucken, ob es irgendwie so eine Prepaid-Karten zu kaufen gibt. Ja, und habe mich gestern auch schlau machen können bei einem Freund, der auch Pilgern gewesen ist in der Schweiz. Einige Notfalltelefonnummern, wenn ich gar nicht mehr weiterkomme und so. Bin auch froh, dass ich da heute gut untergebracht bin. Ja, und ich bin mega gespannt. Also jetzt fühlt sich's irgendwie so an, ja, jetzt fühlt sich's wieder wie Jakobsweg an. Jetzt fühlt sich's wieder wie Pilgern an, auch wenn ich heute mit dem Zug unterwegs bin. Aber eine Zugfahrt, ja, die ist ja lustig. Ich möchte euch danken für die ganzen Nachrichten, die ich bekomme, für die ganzen Tipps und Hilfestellungen und Menschen, die sagen, dass sie an mich denken und für mich beten, und vielen Dank dafür. Ich versuche halt jetzt nicht ganz gläsern zu sein, das ist schon auch eine Herausforderung mit dem YouTube. Ich habe das auch gemerkt, gestern habe ich jetzt auch keinen YouTube-Clip gemacht. Ja, ist ja auch kein Muss. Ich merke nur, ja, ein Tag ist halt so, ein Tag ist so, genau. Heute ist super. Genau, aber ja, ich bin sehr dankbar, dass ihr da so mitgeht, und irgendwie ist das schon echt ein krasser Rückhalt so. Und gleichzeitig merke ich so, dass es mir eigentlich wieder ein Video machen. Und da kommt halt manchmal Senf bei rum und manchmal versuche ich einfach was mit euch zu teilen, was mich gerade beschäftigt und so. Und ich nehme aber keine herausgehobene Stellung in dem Sinne ein. Also herausgehobener als irgendein anderer Mensch. Umso mehr bin ich dankbar, dass ich so eine Unterstützung erfahre. Und ja, da wollte ich euch viel danken. Und ich habe auch gesehen, auf dem Weigelhaus-Kanal es sind jetzt 889 Leute, die abonniert haben. Und das ist schon echt cool. Das Ziel ist halt weiterhin so diese Tausender-Marke sozusagen zu knacken. Der Moritz, der hat das auch mal erklärt, wofür das wichtig ist. Ob das mit Speicherplatz zusammenhängt oder irgendwie sowas. Ich werde mich da aber nochmal schlau machen. Also irgendwie ab 1000 ist es irgendwie noch besser, eben für das Weigelhaus. Und ja, für die bin ich gerne unterwegs. Und das ist halt eben auch so das Besondere, dass ich jetzt gerade während dieser Zeit ja unterwegs sein darf. Genau. Ja, oberer Bahnhof in Reichenbach im Vogtland. Die Vögel zwitschern. Es ist ein wunderschöner Tag. Und ich wünsche auch euch einen wunderschönen Tag. Und ja, auf bald. Ciao. Irgendwann später. So, nach entspannten 9 Stunden Zugfahrt, vor 10 oder irgendwas, darf ich jetzt hier in Radolfzell am Bodensee ankommen. Voll krass, schön. Eine gute Nacht.